Hallo und willkommen. Heute packe ich ein Paket mit deutschem Modeschmuck auf. Ich suche schönen Schmuck für meine eBay-Auktion und für meine eigene Vintage-Sammlung. Ja, schauen wir mal, was der deutsche Modeschmuck so hergibt. Aha, ich sehe schon mal viel Gold. Fangen wir mal gleich mit dem Ring hier an. Tja, leider kein Stempel, oder? Doch ist ein Stempel drin und sagt Stil. Ja, also wissen wir, wo wir dran sind. Gold ist es nicht. Ich habe diesmal kein Gold gefunden. Aber die Optik ist sehr hübsch. Okay. Oh, was ist das denn? Tja, eine interessante Brosche. Was ist das? Ein Puma? In Puma-Optik? Mit Marke. Die Marke heißt Ronny. Und der Puma, der hat hier ganz schöne grüne Augen. Dann so Glieder. Kompletter Körper auch. Ja. Ich glaube, sowas habe ich schon mal gesehen. Und zwar könnte man den jetzt auch so auf der Schulter tragen. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Sehr ausgefallenes Teil. Toll. Dann haben wir hier einen Ohrring. Modeschmuck. In so einer Schneckenform, einer eckigen. Schauen wir mal, ob der zweite dabei ist. Dann noch mal ein Ring. Stempel sehe ich auch nicht. Es sollte ja auch Modeschmuck sein. Also ein eckiger Stein. Der Stein ist sehr schön, glänzt schön. So, dann haben wir hier so einen, keine Ahnung, ob das Permut ist. Es hat auf jeden Fall sehr gleichmäßig, also könnte auch künstlich sein. Ich glaube, so ein Schmuck ist aus den 90er Jahren. Geht so, ne? So, dann haben wir hier eine schöne, sehr goldene lange Kette mit Goldperlen und so braunen Perlen. Und so eine Kordelkette, das lässt ja schon immer so auf die 60er Jahre schließen. Dann haben wir hier so eine, auf einer Kordel, einen Anhänger mit so verschiedenfarbigen Steinen. Drehverschluss. Also das sieht schon nach Qualität aus. Die Steine sind gefasst. Ja.
Dann haben wir hier einen Anhänger. So ein, ja, was, wie soll man das nennen? Harlekin? Ein Harlekin mit Strassaugen und so kleinen Strasssteinen auf den Schuhen. Und eine Kette zu tragen. Lustig. Und dann haben wir hier auch wieder so ein Textilband mit einem, das wird jetzt eine Muschel sein. Das ist jetzt ein Perlmutt, so gelblich. Dann haben wir hier ein kleines Armband mit Teddybär, mit einem Delfin, Eule, Elefant und noch ein Delfin. Schön. Eine schöne Erbsenkette. Das ist hübsch. So, dann haben wir hier eine Kette mit so natürlichen Perlen. Ich nenne sie mal natürlich, weil da keine gleich ist wie die andere. So eine schöne Basic-Kette. Also wie gesagt, ich finde die immer gut, wenn man die noch mit anderen Schmuckteilen kombiniert. Und dann haben wir hier eine kleine silberne Kette oder silberfarbene Kette. Sieht, wie gesagt, also echte Sachen werden da, denke ich, nicht dabei sein, weil es eben auch ein Modeschmuckpaket war. Mit so einem Stabanhänger und mit Strasssteinen drin. Eine längere Kette mit so einem Ornamentanhänger. Leider ist die Farbe schon so ein bisschen berieben. Würde ich sagen, das lässt sich nicht mehr verkaufen. Das tun wir gleich mal weg. Dann haben wir hier eine schwarze Kette mit Silber. Sehr leicht. Etwas länger, aber mit ganz netten schwarzen, ja, so Elementen. Oh, die Kette sieht gut aus. Das ist eine Marke mit Doppel-N. Nur so ein Blitz. Und ein Elefantenanhänger mit einem Strassstein-Auge wieder. Der sieht fast so aus wie so ein Kulani-Elefant. Marke steht drauf. Vogue Bijou. Also ich glaube, Kette und Anhänger gehören auch zusammen. Das sieht also wirklich schon hochwertig aus. So, dann haben wir hier wieder eine Silberkette mit so Wellenelementen. Sieht sehr gut aus. Auch etwas länger. Schön. Dann gibt es hier wieder eine Kordelkette. Also diesmal wirklich eine Satin-Textilkette mit Muscheln. Ja, die finde ich wirklich schön. Sieht so nach Urlaub aus. Dann haben wir hier wieder so ein Lederband.
Also das könnten ja auch die 80er sein. Was ist das hier? Ist das eine Macke? Nee. Mit einem blauen Stein und mit Elefanten verziert. Da eine Marke dran steht. Ich glaube PA. Es könnte Pierre Lang sein. Ja, toller Verschluss. Kunstlederband. Ja, super. Schön. Dann nochmal ein, diesmal ein Kunstlederband. Mit so einem, ja, also das sieht sehr nach günstigem Modeschmuck aus, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier Pforzheim steht drauf. Ein W mit Krone. Tja, was ist das? Ist das ein Anhänger? Ich schau mal, was da drin steht. Wenn's 100 steht da drin. Ich weiß nicht genau, was das ist. Wenn das einer von euch weiß, weil es sieht irgendwie von der Seite so eine große Öse, als ob man da was reinhängen könnte. Weiß ich nicht genau. Also jedenfalls ein deutsches Schmuckteil aus Pforzheim. Dann habe ich hier zwei kleine Hängerohrringe. Vermutlich auch aus den 80er Jahren vom Design her. In Gold. Ganz hübsch aus. Dann habe ich hier so einen Kupferohrstecker. Auch mit so 80er Jahre Design. Mal sehen, ob ich den zweiten finde. Dann gibt es hier einen Anhänger. Wahrscheinlich wieder ein Horoskopteil. Allerdings kenne ich das entsprechende Sternzeichen nicht zu diesem Sternbild. Keine Ahnung. Aber sieht schön aus. Also es ist Bicolor. Und auch der Aufhänger, schön gemacht. Das kommt in mein Horoskop-Lot, da habe ich schon einiges. Dann haben wir hier so ein Sicherheitsnadelarmband. Mit so grauen und silbernen Perlen. So, dann der Ring will runter. Habe ich hier noch einen Ring? Ich schaue mal, was da eingestempelt ist. Tja, kann ich leider nicht entziffern. Also das Design finde ich sehr schön. Wieder mit dem Stein in der Mitte und so einem Bandring. Passt. Mhm. Dann gibt es hier so einen schönen Anhänger. In Perlmutt mit so einem Goldblatt verziert. Finde ich schön. Das sieht auch schon älter aus. Also das gefällt mir sehr gut. Dann habe ich hier so eine Brosche mit einem Geige oder mit so einer Bassgeige und Strassstein. Auf so einem. Ja, das habe ich schon häufig gesehen. Also ich meine auch, dass das ein typisches 80er-Jahre-Teil ist. Was für Musiker. Dann habe ich hier den zweiten Ohrring, den wir am Anfang hatten. Und dann gibt es hier eine Krawattennadel mit DAB, einer Marke drauf. Und dann ist hier so ein Pilzpin emailliert. Dann gibt es einen Ohrring als Kreole in Gold.
Ich schau mal. Das ist auch ein Pierlang Ohrring. Also funktioniert wieder super. Ist auch zurzeit alleine. Dann gibt es hier einen Ohrring in Silber mit Strassstein, so Mattsilber. Finde ich auch, wie die kleinen goldenen, sieht so sehr nach den 80ern aus. Ähnlich wie dieser hier. Dann diese Perlenkette. Also mit ganz vielen Strängen und von kurz bis lang. Und das gefällt mir, das finde ich toll. Das hat so einen tollen Hippie-Sommer-Look. Gut aus. Marke gibt es keine. Aber die Perlen hier, die goldenen, sind in Metall. Das ist ein schöner Modeschmuck. Dann gibt es hier einen Ohrclip. Nicht signiert, aber so kupferfarben mit Strass. Und auch richtig schön dick, à la 80er. So, dann haben wir hier wieder so eine Gummikordel mit einem überkreuzten Anhänger. Das ist auch sehr 80er. Zu den ganzen Schwarz, was man damals so trug. Dann habe ich hier ein Armband. Ein nettes, matt, goldenes Armband. Schön. Und das ist nochmal der zweite Ohrring. Also, die sind komplett. Dann gibt es hier einen Ring, Bandring mit Strassstein. Ne, Stempel gibt es nicht. Schöner klassischer Ring. Und nochmal ein Ring, ja, ähnlich wie der, den ich gerade umhabe. Selbe Größe. Scheint auch derselbe Stempel zu sein, wobei hier 18 Karat goldplated. Müsste dann ja Weißgold sein, ja, weiß ich nicht so genau, ob das so stimmt. Aber das Design ist schön. Dann habe ich hier einen Anhänger. Aha, ein Viertel CZ. Weiß ich auch nicht genau, was das bedeutet. Und es gibt wieder einen Horoskop-Anhänger mit Skorpion. Also meine Horoskopsammlung ist bald vollkommen. Und dann habe ich hier eine ganz schöne Kette. Die habe ich extra bis zum Schluss aufgehoben. JP. Mit JP gemarkt. Weiß ich jetzt nicht, was das für eine Marke ist. Werde ich aber noch recherchieren. Also toll finde ich diese beiden Kugelanhänger mit den vielen kleinen Strasssteinen und die kleine feine Kordelkette. Also das gefällt mir richtig gut. So, das nehmen wir gleich auch mal als das beste Teil im Paket. Finde ich sehr gut. Dann finde ich den Anhänger natürlich schön, weil der schön nostalgisch aussieht. Ich finde die Kette mit den Muscheln schön. Dann finde ich natürlich den Vogue Bijou Elefanten gut. Dann finde ich auch dieses Armband schön mit den
mit den Tieren. Dann finde ich den hier gut, den Panther mit den grünen Augen. Das Armbändchen ist auch schön. Ja, schreibt mir doch bitte, was euch am besten gefallen hat. Und vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und schaut wieder rein. Bis bald.